Und hallo liebe Leute und willkommen zu meinem Part 0 von Kingdom Hearts HD Remix 2.5. Ja, es ist natürlich jetzt nicht die HD Collection, da die noch gerade mal jetzt erst der Trailer dazu kommt. Aber ich werde natürlich wieder einen Part 0 machen, wo ich darüber rede und natürlich wieder den Vorgang des Let's Plays euch erkläre, wie es bei mir ablaufen wird. Und wir spielen nebenbei bei meinen anderen Spielstand, den ich noch hatte. In mein Lieblingsland. Natürlich mit der deutschen Synchro. Oh, ich finde es so schade, dass die es nicht bei der anderen Version gab. So. Es wurde ja jetzt, denke ich, die 2.5 HD Collection angekündigt. Und ich gehe jetzt in ein anderes Land. Denn das Land hier ödet mich schon an. Ich bin jetzt schon überlevelt. Hä, auf was für einen Schwierigkeitsgrad habe ich das hier überhaupt? Bestimmt doch Profi, oder? Ja, mein Gott. Egal. Gehen wir in ein anderes Land. Und ja, es wurde angekündigt, Kingdom Hearts 2 Final Mix, Kingdom Hearts Bird by Sleep Final Mix und die Cutscene von Coded. Ja, okay, zuzugebenerweise finde ich, die Coded-Sache jetzt nicht so der Bringer, aber ich meine, Bird by Sleep sind drei Charakter, mit denen man jemals durchzocken muss, plus noch das geheime Secret. Okay, was ist das geheime Secret? Das richtige Ende halt einfach nur. Und ich muss dann schon sagen, nicht für schlechte Eltern, was denn die da gebracht haben. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich glaube, es ist mein Lieblings-PS2-Spiel. Ja, ist mein Lieblings-PS2-Spiel. Und ich werde es dann natürlich wieder so machen. Ich werde zuerst Kingdom Hearts 2 natürlich spielen. Ich versuche aber, wenn es möglich... Ach, Gott sei Dank, ich habe Sephiroth hier noch. Werde ich natürlich... Erhöht ja bitte... Nein. Nein. Ich glaube, ich habe alles eigentlich, was ich brauche. Ja, okay. Und ich werde natürlich wieder ein 100% Run machen. Genauso wie ich es jetzt bei Kingdom Hearts 1 Final Mix gemacht habe, wo ich jetzt vor 3 Tagen fertig geworden bin, denke ich. Und ja, ich werde dann bei Bird by Sleep wahrscheinlich mit Ventus anfangen. Zwar Aqua wäre mir am allerliebsten, aber Aqua hebe ich mir für den Schluss auf. Denn Ventus ist ausgeglichen. Aqua ist auch ausgeglichen, aber ist viel besser, finde ich. Und Terra ist scheiße langsam, ich hasse ihn. Terra ist echt zum Kotzen. Das hat kein Stück Spaß gemacht, mit dem zu spielen. Kein Stück. Und werde es dann auch so machen, dass ich mit Ventus normal spiele, mit Terra auf einfach und mit Aqua dann auf Profi oder wahrscheinlich sogar auf Veteran. Wahrscheinlich aber eher Veteran. Werde aber mit Ventus dann 100% machen und mit Terra und Aqua eher nicht. Es wäre mir so viel Mühe, ich würde da auf weiß was ich wie viele Parts rauskommen. Und es reicht ja schon, wenn ich mit 100% mache, weil da ist kein richtiger Unterschied zwischen Aqua, Ventus und Terra, was alles holen angeht. Da ist so gut wie gar kein Unterschied. Jetzt wollen wir aber mal noch kurz gegen Sephiroth mal anfangen. Ich werde die Cutscene hier überspringen. Wobei, ich will die deutsche Synchro. Wie geht es Cloud so? Keine Ahnung. Übrigens, ihr drei, wer seid ihr? Ich weiß nicht recht, ob wir es dir sagen sollten. Sieh an, was für ein überaus ungewöhnliches Schwert du doch hast. Das Schlüsselschwert! Verstehe. Das ist also ein Schlüsselschwert. Und du bist wohl sein auserkorener Träger. Und was, wenn dem so ist? Ich frage mich, ob es sich anders überlegt, sobald ich dich besiegt habe. Dun, 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 dun. Zeig mir hier deine Stärke. Das reicht jetzt. Wow. Dun, 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 dun.
Ah, ich liebe es einfach nur. Ja, leck dich so raus. Sephiroth kann mich echt kreuzweise. Und ja. Was ich natürlich mich übelst freue, ist auf Heine mit. Klar, es wird natürlich wieder keine deutsche Synchro geben. Was ich wieder zum Kotzen finden werde. Überhaupt bei Hades dann später wieder. Oder. Das Einzige, was ich positiv finde, ist, dass sich dann in Herkulesland eigentlich auch wieder mit seiner epischen englischen Synchro hören kann, wo einfach nur affengeil ist. Da ist die Deutsche zwar auch gut, weil das ist der Ding, David Nachman, der synchronisiert, der auch Piccolo und Mugen und auch Jack Sparrow synchronisiert hat. Ja, ist klar. Oh, ich weiß, was ich nicht habe. Ich glaube, ich habe keinen Trotzkopf, kann das sein? Das ist natürlich bitter ohne Trotzkopf. Ist das richtig bitter gegen Sephiroth zu gewinnen? Kann es sein, dass ich keinen Trotzkopf habe oder wieso hat es mich jetzt einfach weggehauen? Ja, ich habe keinen Trotzkopf. Das, doch, Dickschäde. Was hat denn das dann gerade eben nicht geklappt? Egal. Scheiß auf Sephiroth, den besiege ich dann wieder im Let's Play. Natürlich gibt es hier auch noch diese geile Formen. Ah, dann nutze ich natürlich mal den Bug wieder aus. Es gibt nämlich den kleinen Bug, wenn ihr in euch verwandelt und dann in die Weltkarte geht. Und dann natürlich wieder zurückgeht. Also jetzt in irgendein anderes Land. Ich würde sagen, ich gehe jetzt zu Hades. Nur um Auron zu holen. Um Bushido zu machen. Ich werde den Part natürlich ziemlich kurz halten, wie immer. Ist ja der Null-Part. Ist einfach nur so zum Spaß. Ich glaube, ich habe hier eigentlich... In diesem Spielstand habe ich so gut wie alles gemacht. Außer, glaub gerade diese scheiß Minispielkacke, kann das sein? Was hätten wir noch? Ja, Sephiroth. Kann ich nicht machen, weil bei mir bei PlayStation 2 Twilight Town total hängen bleibt. Hier sind es die Cups. Acrobat ist es das mit dem scheiß Teppich fliegen. Und Atlantica ist natürlich dieses dumme Singen. Halloween Town. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, was das war. Aber wie ihr seht, guckt, jetzt habe ich maximale Drive-Liste. Und jetzt verpiss dich, Donald. Seid auf der Hut. Keine Gnade. Kennt euren Platz. Oh, ich liebe es. Dies ist unsere Geschichte. Hammergeil. Sag ja, hammergeil. Dann Überform. Ist auch geil. Zwei Schüsse Schwerter. Wow. Da ist auch die Magie stärker. Einfach nur geil. Muss ich schon sagen. Wen konnte man hier eigentlich nochmal rufen? Hühnchen Junior? Genie! Stitch und Peter Pan. Peter Pan hat mir nichts gebracht. Stitch hat mir nichts gebracht. Hühnchen Junior ist total überflüssig. Genie ist cool. Stitch bringt Peter Pan und Stitch haben es eigentlich nur im Hardest Cup gebracht. Was heißt Hardest Cup? Einfach bei den Cups hat es eigentlich nur was gebracht. Ansonsten eher nicht. Jetzt gehen wir mal noch kurz zu deine Mutter. Ach, geht das hier nicht mehr? Ging das mit den Squaresoft Ausschalter hier nicht?
Das ging hier nicht. Das ist bitter. Oh, schade. Ich wollte euch jetzt eigentlich noch den mein Level 100, mein Level 99 Profil zeigen. Kann ich nicht auch irgendwie Spiel laden? Ohne zu verrecken? Ja, da. Ja. Kacke. Das ist natürlich doof. Ich wollte euch zeigen. Man kann auch auf Kingdom Hearts 1 einstellen gehen. Das sieht hier aber halt übelst fail aus, finde ich. Ich weiß nicht. Alles klar. Attacke. Also, ist so geil. Okay, Leute, das war's jetzt. Ich laber jetzt nur noch ein bisschen über das Spiel. Bei Kingdom Hearts 2 Final Mix kann man ja sogar gegen die ganze Organisation Trollchen kämpfen. Was ich cool finde. Richtig geil. Es gibt auch Terra als Kampf in seiner Rüstung. Da bin ich mal gespannt, wie schwer der wird. Weil ich habe eigentlich bei Kingdom Hearts Final Mix eigentlich gedacht, der Xemnas, also der Kapuzentyp in Hall of Bastion, wäre übelst stark. Ich bin da zwar einmal mit Level 50 hingegangen mit Profi, da habe ich übelst versagt. Aber da war ich natürlich unterlevelt wie sonst was. Oh, aber dann mit Level, was war's, Level 98 oder so, bin ich da hingegangen und da war das ja gar nichts. Der hat ja auch sogar noch weniger Leben als Sephiroth gehabt. Und sogar weniger Leben als Hades. Das muss man sich erstmal geben. Also ich war ein bisschen enttäuscht, so dem Gravitas seine Schwachstelle. Sephiroth hat noch nicht mal eine Schwachstelle. Also im ersten Teil mindestens nicht. Im zweiten Teil hat er eine Schwachstelle. Ihr habt ja die Kugeln vorher gesehen, macht da einfach Reflektor. Das hat jetzt nur nicht geklappt, weil der Spaß, den mich in die Luft gezogen hat. Wenn die dann alle auf dich gerade reinstoßen und ihr macht Reflektor, dann kriegt, oh, und Sephiroth das in der Nähe, dann kriegt er den ganzen Schaden ab. Das zieht ihm meistens eineinhalb Listen von seiner Lebensleiste weg. Deswegen, Sephiroth ist jetzt hier auch nicht wirklich der Bringer. Natürlich, wenn man so scheiße baut, wie ich es gerade gemacht habe, ist es natürlich fail. Da gab es doch auch so viele Schlüsselschwerter. Sternstreuer, Sternsucher. Ist ja das Schlüsselschwert von Mickey Mouse gewesen. Was ein Bird by Sleep hat. Verborgener Drache, Heldenwappen, Mannschuhm, Folge dem Wind, der ewige Kreis, vertonen Debugger, Möwenflüge, Seelenwächter, das ist eines meiner Lieblingsschwerter gewesen. Munderklinge, scheiße. Süße Nostalgie, mysteriöse Graben, schlafender Löwe ist auch cool. Kürbis ist kacke, Flammenfesseln ist hammergeil und Donnerrose ist okay. Sieht zwar übel kacke aus, aber egal. Habe ich eigentlich für Goofy seine beste Waffe? Nee. Aber ich glaube, ich habe sie verdonnert. Ja, Infantine Wache. Infantine Wache plus fehlt halt nur. Egal. Ihr seht ja das die kompletten Sachen da beim vollendeten Let's Play. Also Leute, ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr das Video weiterleitet. Ich will nämlich immer mehr Kingdom Hearts Fans haben, denn irgendwann mal kommt natürlich Kingdom Hearts 3 raus. Und das werde ich natürlich auch Let's Playen. Ich bin mal gespannt, ob das eine deutsche Synchro bekommt. Ich kann es nämlich langsam nicht mehr hören. Also ich habe ja nichts gegen die Disney-Charakter, Goofy, Donut und so weiter. Und auch die Final Fantasy-Charakter sind auch alle auf Englisch gut. Aber Sora, ab dem Punkt, wo er erwachsen ist, also ab We Chains of Memories, da hat er ja eine andere Stimme, geht mir voll auf den Sack. Also ich kann die Stimme macht mich ein bisschen aggressiv, ich weiß auch nicht, ich glaube, das hat dabei ein bisschen was mit Dream Drop und Distance zu tun. Da musste ich mir zum ersten Mal Sora wirklich auf Englisch antun. Und, ich mag halt die deutsche Synchro wahrscheinlich viel zu sehr, dass mich das übelst nervt. Wobei es nur bei Sora ist. Und bei Hades, Genie, Jafar und halt die anderen Disney-Filme. Also nicht Mickey Mouse, Donald Goofy und Daisy und Chip und Chap und so weiter. Oder Taps and Tails, wie die da heißen. Sondern die von den anderen Filmen wie, ja, wie Herkules, Mulan, überhaupt Mulan. Wobei das bei Kingdom Hearts 2 auch nicht so toll war, weil Otto Walkes hat nicht synchronisiert hier. Leider. Und ja. Und ja, okay, das Beast war jetzt auch nicht so schlimm auf Englisch.
Und ja, ich weiß, jetzt kommen bestimmt ein paar Leute. Heute in der englischen Synchro sollte froh, das muss ich eigentlich kriegen. Akzeptiere ich jetzt bei Kingdom Hearts 2.5 Remix, da werde ich wahrscheinlich kein einziges Mal deswegen rummeckern. Einfach aus dem Grund, weil es da echt viel ist, was da neu hinzugekommen ist. Aber Kingdom Hearts 1.5 Remix kann mir keine Sau erzählen, dass man das nicht auf Deutsch hätte synchronisieren können. Einfach aus dem Punkt, es wurde von den neuen Cutscenen gab's nur eine, die wo synchronisiert war, und die war nämlich gegen Samus, und da hat auch nur Sora gelabert. Die zwei Sätze hätte man auch kurz nachsynchronisieren können. Also da braucht mir echt mehr nichts geben, das waren vielleicht, weißt du, wie das so viel verdienten Synchronsprecher auch wieder nicht. Das wäre jetzt nicht gerade die paar Euro, ohne Witz. Da könnt ihr mich sonst von was noch labern. Also da können die Leute die ganze Zeit mir jetzt noch kommen. Das akzeptiere ich einfach null. Denn ich habe es ja selbst getestet. Wenn ich die Synchronisation von Kingdom Hearts 1 und Final Mix in den Cutscenen einfach drunter laufe, ist die 1A, dann passt sie. Weil es ist ja nichts anderes. Man auch merkt, sind die deutschen Untertitel auch vom Originalen einfach übernommen worden. Außer ein paar Sachen, wo man neu machen musste. Ansonsten ist es 1A, also 1:1 übernommen worden, die Untertitel. Da ab und zu stimmte das nämlich nicht mal, was die auf Englisch da gelabert haben. Ist zwar nicht so schlimm, wie es bei Final Fantasy X der Fall war, aber es ist schlimm. Deswegen akzeptiere ich nicht. Da könnt ihr mir sonst was machen. Ich kann es zwar auch nicht mehr ändern, aber da kann mich Square Enix, also diese billige Kacke, die da abgezogen haben, das finde ich unter aller Sau. Kingdom Hearts 2 Final Mix kann ich akzeptieren. Einfach aus dem Grund, sie müssten auch noch mal ein paar Synchronsprecher für Maluxia und so weiter noch mal holen. Bei der ja auch bei den Kämpfen sind und die rufen ja auch. Und man hört ja, wenn es das Englische dann ist. Wenn ich, ey, it's over oder so kommt, weißt du, das hört man dann halt einfach heraus. Es wären zwar aber auch nur ein paar Sätze, aber noch mal einen extra Synchronsprecher dafür auszusuchen, ist auch ein bisschen blöd. Was noch? Ach ja, ich fand's irgendwie komisch, dass die japanische Synchro nicht zusätzlich noch da war. Oh, ach ja, genau. Bevor mir jetzt auch noch einer kommt mit, die Blu-ray-Kapazität wurde voll jetzt ausgenutzt bei Kingdom Hearts 1.5 Remix. Scheiß, das glaube ich doch niemals. Denn einfach aus dem Grund, wenn man die englische Synchro löscht und die deutsche einfach drauf macht und die englische ganz weg tut, so wie sie es da gemacht haben, dass es die japanische Sprachausgabe gar nicht zur Verfügung war, können die mir einen blasen, ohne Witz, das ist ein scheiß Gelaber. Das war einfach nur, um so in Europa alles rauszubringen. Nur Untertitel haben sie gemacht, lokalisiert und fertig aus, mehr nicht. Nur um schnell Geld zu machen, ohne einzelne Produktionen zu machen. Weil ich weiß, bei Kingdom Hearts 2 und so weiter war es damals ein bisschen schwerer, weil sie es extra synchronisiert haben. Und das auf mehreren Sprachen, nicht nur auf Deutsch. Und das für jedes Land einzeln. Okay, Leute, das war's jetzt aber auch mit dem Video. Ich habe schon wieder viel zu lange gelabert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich habe nicht viel gemacht in dem Spiel, aber ihr werdet ja dann einiges dann sehen, wenn es losgeht. Und jetzt geht's an demnächst wieder weiter mit Returns of Memories. Ich spiele es ja gerade. Ich finde, tut mir nur nicht so einen Zeitdruck machen, denn Returns of Memories ist nicht mein Lieblings-Kingdom Hearts. Es ist sogar einer meiner... Also, ich weiß nicht, wie es mit Rico ist, aber ich habe mit Zora schon einiges gespielt, mindestens 6 Länder. Und ich finde es nicht toll. Ich weiß nicht, mich nervt es ein bisschen. Es hat nicht so... Aber es liegt vielleicht auch, weil ich Kingdom Hearts 1 jetzt gesuchtet habe, wie sonst was. Ich meine, ich habe es für euch auf Profi gelespelt, auf 100%. Und ich habe noch nebenbei noch aufs Leicht nochmal durchgezockt und auf Normal. Einmal mit dem Speedrun, wo ich das unter 15 Stunden machen musste, ohne einmal weiterspielen zu drücken und ohne die Ausrüstung zu ändern. Und dann halt auf Normal einfach nur so. War aber auch nervtötend. Manche Länder kann ich halt einfach nicht mehr sehen. Ich finde es halt zwar gut, dass man Arielland und Winnie Poolland nicht machen musste, aber ich muss jedes Mal Alice im Wunderland machen und Tarzanland. Boah, hat mich das angekotzt. Gott sei Dank gibt's Tarzanland nicht und Alice im Wunderland gibt's ja auch nicht. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Und wie gesagt, liked, kommentiert und tut's weiterleiten. Und ihr wisst, das ist nur, das ist eine Seltenheit, dass ich das echt bei Ding mache, bei Parts. Normalerweise hasse ich das wie die Pest,
aber bei den Parts 0 mache ich das mit Absicht einfach aus dem Grund, um Ding zu bekommen, um die Fans zu locken. Nicht wirklich jetzt mehr Zuschauer zu haben, weil ich meine, bei uns ist sowieso Dragon Ball Z Fans auf ersten Platz, danach kommt zweiter Platz Naruto und dann kommt erst Kingdom Hearts mit Final Fantasy. Also sagen wir es mal so, erster Platz Namco Bandai und zweiter Platz ist Square Enix. Weil ich von Square Enix noch nicht viel das Bild habe. Ach ja, es wird von Final Fantasy 10 wahrscheinlich auch noch ein Part 0 kommen. Aber nur von Final Fantasy 10. Final Fantasy 10-2 mache ich keinen Part 0. Das wird dann auch irgendwann mal gezockt, aber da gebe ich mir keinen Zeitdruck bei dem Scheißspiel. Was heißt Scheißspiel? Es ist halt echt ein Abklatsch. Und ja. Jetzt aber wirklich. Ciao, Leute, und schönen Tag noch.